Oh, ich weiß, ist das spannend. Ich denke mir so, das Video geht ja noch lange. Als ob er jetzt abbricht. Jetzt gucken wir uns gemeinsam ein Video an, auf das ich mich schon seit einigen Tagen freue und mir extra aufgehoben habe für den Stream. Ich wollte es eigentlich schon selbst gucken, aber ich habe es mir extra aufgehoben. Und zwar vom guten Sascha, Sascha Huber. 100 Kilometer in 24 Stunden Höllenmarsch ohne Vorbereitung, das Selbstexperiment. Ich bin ultra hyped, ich bin ultra gespannt, weil die Leute, die das ganze Jahr schon lange mitverfolgen, die mich mitverfolgen, die ganzen anderen Leute mitverfolgen, die so in dieser Szene drin sind, wissen, dass es da schon verschiedenste Sachen gab. Martin hat das über 3 Jahre lang probiert, hat es dann beim 3. Anlauf geschafft. Bommel hat es geschafft, glaube ich, auch beim 2. Anlauf. Ich habe es nicht geschafft, ich habe es einmal probiert, nicht geschafft. Paul hat es tatsächlich geschafft. Fabio, das Video haben wir uns auch angeguckt, der musste abbrechen, also auch ohne Vorbereitung rein. Alter, das ist 100 Kilometer in 24 Stunden ist ein hartes Ding. Und soweit ich weiß, Nicole und Sabrina machen das jetzt auch die Tage. Die haben ja den 60 Kilometer Marsch schon gemacht und greifen jetzt auch den 100er an. Also, wir gehen rein. Ich habe keine Ahnung, ich bin gespannt, was er durchleben wird, ob er es überhaupt schafft. Wir gucken einfach mal. Freunde, es ist wieder höchste Zeit für eine neue Eskalation auf einen komplett anderen Level. Da hat jemand Bock. Was dann wir doch schon wieder? Ah, scheiße. Na Freunde, also macht euch auf das heftigste Selbstexperiment gefasst, ja, was ich bis jetzt so rausgeballert habe. Ja, was der Schirm ankommt. Ihr habt es euch gewünscht und natürlich wird es dann auch gerne für euch umgesetzt. Also rein körpertechnisch, muskelvolumentechnisch, brachial. Also klar, nicht ganz so krass wie ich, machen wir uns nichts vor. Nee, Spaß. Was ist mit dieser Brust hier los? Guckt euch mal an, wie diese Brust hier an der Seite rauskommt. Dieser Bizeps ist so groß wie mein Kopf und der Schultermuskel hat fast die Größe meines Hodens, Alter. Was ist da los? Ja, Freunde, ihr habt die Kommentarbox gesprengt und ich habe mich sofort hingesetzt und nachgedacht. Ich dachte mir so, gut, 100 Kilometer sind 100.000 Meter. Also habe ich einfach schnell meine Schrittlänge gemessen, kurz gerechnet und boom, das müssten circa 120.000 Schritte unter 24 Stunden sein. Dann dachte ich mir, gut, das muss schon irgendwie gehen. Direkt mal einen Tag fixiert, Sachen gepackt und los ging's. Einfach drauf los, schnell 100 Kilometer runterspazieren und wieder ab nach Hause. Na klar, man kennt es, man kennt ihn. Dachte ich mir, wirklich. Also ich muss sagen, ich habe mich selten so heftig getäuscht. Ja, Freunde, ich würde sagen, jetzt kommt ein Video auf euch zu, das so richtig reinschallert und euch hoffentlich aber auch richtig inspiriert. Denn aus dem kleinen Spaßprojekt wurde ein gefühltes Nahtoderlebnis, was mich nicht nur komplett an meine Grenzen gebracht hat, sondern weit darüber hinaus. Ja. Lehnt euch zurück, Freunde, und macht euch auf die Eskalation des Jahrtausends gefasst. Viel Spaß, los geht's. Und jetzt sind wir hier angekommen, der Startpunkt. Wir sind hier einfach irgendwo im Nirgendwo. Also jetzt wird's heftig, es ist soweit. Und dafür, Freunde, habe ich einen Ehrengast ins Boot geholt, der als Berufssoldat schon einige Märsche rausgeballert hat. Ja, und mich hoffentlich heute ein bisschen mitziehen kann, nämlich die Legende Senior Huber. Ja, danke Papa, dass du da mit am Start bist. Hä, hey, sein Dad ist dabei, oder was? Gerne. Freut mich auch. Finde ich super, weil zu zweit, glaube ich, wird es sicher leichter werden, Freunde. Krass. Natürlich wird das Ganze auch genauestens getrackt, also wir nutzen da jetzt die Huawei Watch 3 Pro und ja, also ich werde das Tracking jetzt starten, Freunde, und dann natürlich immer wieder einblenden, damit ihr auch ganz genau folgen könnt, wo wir sind, wie weit wir sind und natürlich auch, wie viele Schritte wir gemacht haben und so weiter. Es hat jetzt schon gefühlte 40 Grad, scheiß drauf, no fucking excuses, ihr wisst Bescheid. Wir müssen jetzt auch Tempo machen, also lasst uns gehen. Alles klar. Ja, da sind wir einfach. Okay, mal ganz kurz gucken. Also Sportkleidung an. Der Papa hat auf jeden Fall schon eher einen Rucksack dabei. Sascha hier fast so eine Art Laufweste. Mit so ein bisschen was, aber sehr, sehr wenig dabei. Und sie haben auf jeden Fall Kameraunterstützung. Voller Euphorie, direkt mit einem guten Tempo losmarschiert. Aber dass die Muskulatur natürlich ohne Ende Sauerstoff und Energie saugt und irgendwann komplett zumachen wird, war mir da noch komplett egal. Von Anfang bis zum Ende mit 100% durchballern war das Ziel. Ja, was soll ich sagen, Kräfteeinteilung war noch nie so meine Stärke. So, alles klar, Freunde, jetzt melde ich mal wieder. Komplett verschwitzt, komplett zerstört. Wir haben schon bereits den ersten Kilometer geschafft. Ich dachte, jetzt kommt sonst was. 15 Kilometer haben wir. Die Uhr sagt, ja, 1-2 Kilometer haben wir. Herzfrequenz ist bei 130. Gut, keine Ahnung wieso. Ich glaub, 130 ist ein bisschen viel, oder? Das ist die Nervosität. Ja, aber wo du drüben bist? 94. Ja. Irgendwas mache ich falsch. 130er Puls? Wenn du 1 Kilometer los spazierst, naja, nicht spazieren, wie nennen wir es jetzt? Laufen. Obwohl, laufen klingt immer so nach Joggen.
Aber ganz normales Laufen. Die ersten 10 Kilometer waren ein Traum, da lief noch alles perfekt nach Plan. Aber dass wir uns schon bald in Zombies verwandeln werden, dachte sich da noch keiner. Kilometer 12, geht echt ganz gut voran. Nur schon, ja, leichtes Zwicken in die Füße ist auf jeden Fall da. Aber auf jeden Fall. Hinten, der Radreisende ist unterwegs. Geht's ganz entspannt dahin, oder? Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Auf jeden Fall. Meine Augen, die brennen wie Sau. Also, ja, also es rinnt richtig runter. Also vorher, dass meine Augen schon so aussehen wie jetzt und das nach erst 14, 15 Kilometer, dachte ich mir auch nicht. Ich dachte, die sehen dann so aus bei Kilometer 100, nämlich die Freuden drehen. Nix da. Aber ja, auf jeden Fall jetzt einfach weiter durchbeißen. Ja, die Augen zulassen. Und vielleicht wird die Luft bald wieder besser. Ja, dann geht's. Ja, die Jugend. Der Dad lacht sich einfach so schlapp und denkt sich so, ja, ja. Also wirklich hier. Ach, die Jugend. Und was los? Ja, wir sind immer noch am Marschieren. Ja, Heuschnupfen vorne. Ich sag's euch, jetzt ist wieder besser. Ansonsten alles tipp. Ach so, wegen Heuschnupfen. Ich dachte erst, weil ich kenne das, dass meine Augen manchmal ein bisschen anschwellen und brennen, wenn der Schweiß reinläuft. Ja, wenn der dann teilweise, bleibt der dann oben drauf hängen und irgendwann tropft das dann durch und wenn der Schweiß vom Kopf in die Augen reinkommt, dann brennt das halt wie Sau. Top, aber Antonio, bei dir läuft's auch? Ja. Ist mittlich mit dem Auto, oder? Rückwärts? Ja, rückwärts gehen ist nicht so oft. Voller Einsatz auch von Antonio, ja, an dieser Stelle. Und, danke auch, gell? Ja, Antonio, bester Mann. Lasst auf jeden Fall meinen fetten Daumen für Antonio da. Ehrenmann, Antonio, der läuft nämlich die 100 Kilometer rückwärts komplett. Vielleicht für uns zwei auch, ja, also ja, wir würden es fühlen, Freunde. Wir sind, glaube ich, in einer bisschen einer philosophischen Phase schon angelangt, wo wir ein bisschen so diskutieren die ganze Zeit über Gott und die Welt und ob er mich richtig erzogen hat oder nicht. Spaß, auf jeden Fall so. So schlimm ist es nicht. Jetzt geht's weiter, Freunde, auf geht's. Nach circa 3 Stunden bei Kilometer 17 war die Motivation auch immer noch komplett auf Level 9000. Ich spürte aber langsam die ersten Ermüdungserscheinungen der Muskulatur, da meine Muskeln solche langen Ausdauereinheiten. Das darf man an dieser Stelle halt nicht vergessen. Ich weiß nicht, inwieweit sich jeder einzelne von euch mit so einem Thema Muskelaufbau generell, was verbraucht was, Cardio und so weiter auskennt. Der Punkt ist, Sascha ist natürlich extrem fit, durchtrainiert, sehr große Muskeln, sehr großes Muskelvolumen, also Bodybuilder-mäßig in die Richtung. Ich weiß nicht, ob er sich selbst als Bodybuilder bezeichnen würde, aber für mich jetzt als Laie sage ich, es geht für mich in eine Bodybuilding-Richtung. Ja. Aber diese Muskeln verbrauchen auch extrem viel Sauerstoff, ja. Wenn ihr euch mal irgendwelche Langstreckenläufer anguckt, irgendwelche Marathonläufer, Ultraläufer, Radsportler, Kletterer und so weiter, die haben nie so einen Körper wie Sascha. Die sind zwar auch sehr muskulös, aber nicht so voluminös. Das heißt, die sind eher sehnig, drahtig, feiner aufgebaut. Die sind auch viel, viel leichter, ja, weil der Körper natürlich jetzt, ich sag mal, wenn Sascha 10 Kilometer läuft und wenn jemand, der deutlich anders gebaut ist, schlanker und so weiter, 10 Kilometer läuft, verbraucht Sascha viel, viel mehr Energie. Der muss auch viel mehr nachführen und so weiter. Ja? Deswegen ist es manchmal ein bisschen falsch zu denken, hä, muss Sascha doch easy schaffen, ist doch ein richtiges Tier. Ja? Aber hier geht es ja um Ausdauersport. Hier geht es darum, um 24 Stunden Leistung abzurufen. Und da würde ich fast sagen, dass das eher kontraproduktiv ist. Weil, wenn du zum Beispiel auch in den Kampfsport reinguckst, in den MMA-Bereich und so weiter, dann hast du Leute, die extrem aufgepumpt sind, die haben eine Energie, die haben eine Power, gehen übelst ab, aber nach einer gewissen Zeit sind die durch, die können nicht mehr. So, weil die Muskeln einfach viel zu viel Energie und Sauerstoff verbrauchen, während jemand, der ein bisschen drahtiger ist, mehr Cardio hat. Wenn er natürlich in den ersten 1-2 Runden richtig einen auf die 12 kriegt, dann hat ihm das auch nichts gebracht, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist schon so ein Ding. So, aber weiter jetzt. Einfach nicht gewohnt sind. Sie bevorzugen eher den Wiederholungsbereich zwischen 5 und 30 Wiederholungen. Ja, genau, Sascha macht halt wahrscheinlich eher eine bam, 5 oder 30 Wiederholungen, bam, bam, bam. Aber ist halt nicht der Typ, der jetzt irgendwelche Ultralons läuft, Marathons, wo du wirklich diese ganz lange, über Stunden hinweg Belastung hast. Ich starte hier mittlerweile 20.000 Schritte oder so. Ah ja, Freunde, was ich noch sagen wollte, da ich eben mit Papa marschiert bin, er kickt natürlich öfter mal der Dialekt durch. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem alle, aber gut, weiter geht's. Hotschui. Schöne Aussicht hier, läuft auf jeden Fall ganz gut. Passt genau für dich, ja? Ja, das war. Für mich war es langsam, aber. Alles klar, so, weiter geht's. Ja, wer kennt's nicht, die ältere Generation immer am Fotos machen von der Landschaft. Sind wir uns mal ehrlich, wir Jungen sind auch nicht besser. Ich meine, ich laufe hier mit der Kamera herum. Na, die schauen wir sich natürlich dann gerne an bei jeder Weihnachtsfeier. Finde ich aber geil, dass er die ganze Zeit unten das eingeblendet hat, dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür, dass das sehr, sehr oft kommt, wie lange sie unterwegs sind, wie spät es ist. Ach, guck mal, es ist schon 17.05 Uhr, das heißt, die laufen die Nacht durch. Die sind um,
Wir haben mittags gestartet, 4 Stunden zurück, 13 Uhr oder sowas. Ja, 13 Uhr sind die gestartet. Der Mathe-König. Beziehungsweise Familien-WhatsApp-Gruppe. Wer kennt's nicht? Ja, ja. Na, ist super. Aber ist auch schön doch, muss man echt sagen. Also ja. Wirklich, wunderschön. Oh, Kilometer 22. Die Huawei Watch 3, Freunde, nicht vergessen. Regelt auf jeden Fall. Habe ich jetzt selbst schon seit einigen Monaten, also kann ich wirklich empfehlen. Ja, was auf jeden Fall geben uns, Freunde. LOL. Moin, Ladzug. Ja. Aber gut, auf jeden Fall. Schluss mit lustig. Weiter geht's. Ja. Hast du ein paar schöne Fotos? Ja, Longjets-Fotos haben wir gemacht. Oh Mann, plötzlich ist er wieder weg. Für die Enkel. Ja. Oder Freunde, jetzt sind wir bei Kilometer 24 angelangt. Hier haben wir noch musikalische Untermalung. Dankeschön. Klingt richtig gut, danke. So stellen wir das hier in Österreich vor, oder? So muss das sein. Ah, der war gerade richtig nett, Freunde. Auf jeden Fall mal ein bisschen runterkommen hier in der Eskalationszeit. Da brauchen wir sein. Ah. Die Frage ist auch, das wissen wir jetzt ja noch nicht, ob vielleicht einer von beiden irgendwann an einen Punkt kommt, wo er sagt, ey, ich kann nicht mehr. Und ob der andere alleine weiterläuft. Das kann ja auch passieren. Ganz ehrlich, so in der Natur draußen, spazieren gehen, wandern gehen, ich glaube, das macht man ohnehin viel zu selten. Oh, Antonio, servus, Mann. So, jetzt mal kurz an das T-Shirt drüber, weil das andere ist schon komplett verschwitzt gewesen. Jetzt wird schon ein bisschen kühler. Ja, keine Ahnung, Freunde, was ich da mache, aber irgendwie fühlt es sich verdammt gut an. Sagen, was sagst du eigentlich zum Process-Outfit? Alles vom Process, glaube ich, ganz fresh. Ja, super. Alt durchgeschwitzt auf ein neues. Krass ist der Support, ja. Diese Aussicht allein. Doch Wahnsinn hier. Da wird schon 6 Stunden auf dem Bein. Ja, 6 Stunden, 30 Kilometer. Jetzt fängt es so langsam an, dass man das ein bisschen merkt. Ich bin mal so gespannt bei Kilometer 50 bzw. 60. Ich glaube, das wird spätestens wird da ein Knackpunkt kommen. Asphalt da. Wo es richtig mies wird. Die Route ausgesucht, auf jeden Fall, Papa. Die Sonne scheint, die geht jetzt unter. Richtig super, super entspannt die Atmosphäre hier. Siehst du, wie ich auf dem Kopf habe. Da hier mal Allround-View. So schaut es da aus. Echt eine coole Route. Und jetzt haben wir ein Seitel Bier. 33, dritter. Bad joke. Die haben auf jeden Fall noch keine richtige längere Pause gemacht. Die erste Blasen ist schon am Start. Wir ziehen mal ein Blasenpflaster auf. Boah, ich dachte kurzzeitig, weil das unscharf war, dass das die Haut ist, die sich abgelöst hat. Alter, ich dachte schon. Ja, aber es ist nur ein Pflaster. Lass mal direkt weiterballern. Blase ist versorgt, Socken drüber und weiter geht's. Ach krass, der Dad läuft hier sogar mit so knöchelhohen Schuhen. So, auf ein neues, direkt wieder angezogen, mit dem freshen Outfit unterwegs. Und ja, jetzt sind wir in Linz. Wunderschön dort. Geil. Jetzt ist die Sonne endgültig weg, ein bisschen wärmer und so. Linz beginnt's. Ja, Linz beginnt's, der nächste Dad-Joke. Auf jeden Fall, jetzt wird's finster. Jetzt Stirnlampen haben wir mit, haben wir's im Rucksack. Jetzt geht's los, Marsch. Marsch. Also kurz erholen, wir haben nie lange Pause, wir müssen auch gleich wieder weiter, Freunde. Und ja, und jetzt sind wir erst bei guten 40. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Was mir jetzt gerade auffällt. Hä, warte mal. Wenn ich mir gerade die Zeiten angucke, jetzt 40 Kilometer, 8 Stunden 25. Die waren, glaube ich, gerade bei 30 Kilometer, 5 Stunden 50. Das heißt, die sind auf jeden Fall bis Kilometer 30 mit einem Pace von über 5 Kilometer in der Stunde gelaufen. Sind jetzt aber bei Kilometer 40 bei 8,5 Stunden. Das heißt, die haben auf jeden Fall jetzt irgendwo wahrscheinlich so 20 Minuten Pause drin gehabt. Nee, ich denke besser nicht mehr länger drüber nach. Und wir gehen einfach wieder so los und tun so, als hätten wir gerade erst gestartet. Ja, zumindest mal versuchen wir es. Ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir jetzt die 40 Kilometer jetzt mal geknackt haben. Was man dazu sagen muss, ist, dass Gehen irgendwie ja komplett anders ist als Laufen. Also, es ist ja eigentlich nicht anstrengend. Das Ding ist nur, dass man halt schon ewig lang geht. Es ist aber diese monotone Geschichte. Seit 8 Stunden 25 ist es die gleiche Bewegung für Knochen, Gelenke, Muskulatur. Seit 8 Stunden 25. Selbst wenn du eine Sporteinheit machst, über eine Stunde, anderthalb Stunden, hast du ja immer andere Bewegungen, Pause, Ruhe, Energie, Power, kurze Mikropause, andere Bewegung. Aber hier ist es, du schmürgelst dich einfach kaputt. Wenn man halt beim Gehen so langsam ist im Vergleich zum Laufen, das ist komplett andere Belastung. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch gute 60 Kilometer vor uns. Ist schon eine Ansage. Ich darf das nicht so oft erwähnen. Ich habe ja auch 24 Stunden Höllenmarsch gemacht.
aber im Gebirge ein und der, oh scheiße, wie weit war denn der? Der war, glaube ich, 55 oder 60 Kilometer. Ich habe 17,5 Stunden irgendwas im Dreh gebraucht, hatte aber 3.500 Höhenmeter da mit drin. Das war ja komplett in den Bergen. Ist aber nicht vergleichbar mit dem, ist was anderes. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das schwerer oder leichter ist. Es ist eine andere Geschichte. Ich muss da immer dran denken fürs Video, damit ihr wisst, wo wir jetzt ungefähr sind. Ja? Aber ich denke mir einfach so, ich will es nicht wissen. Ich will es einfach nicht wissen, denn wenn ich jetzt dran denke, dass wir noch nicht mal die Hälfte haben und erst die 10 Kilometer, ja, dann hört man sofort auf. Na, ja. Bis jetzt geht's noch, wie gesagt, alles gut. Aber gut. Entspannt unterwegs, sicher ein bisschen ziehen hat man. Auf jeden Fall heißt es jetzt noch die ganze Nacht durchgehen und morgen Mittag sollte man dann ungefähr fertig werden. So sieht's aus, Freunde. Und wenn ich sage, in 10 Kilometer haben wir die Hälfte, Freunde, dann meine ich ja, in 2 Stunden haben wir die Hälfte, anders gesagt. Ja. Deswegen, man darf da nicht dran denken, aber genug gelabert, wir machen jetzt weiter. Let's go! Puls 94, so sieht das Ganze aus, 40 Kilometer gewalkt, 8 Stunden 30. Ja, aber jetzt erstmal weitermachen. Wow, holy shit. So, oh, jetzt. Kurz nach Mitternacht, wir gehen jetzt schon fast. 11 Stunden 10, 52 Kilometer, ja, okay. 12, also 11 Stunden und 10 Minuten und ich sage es euch ganz. Und überleg mal, also die, bei 12 Stunden, 24, die Hälfte, ne, sind 12 Stunden, da sind die sind ja kurz davor, also noch 50 Minuten, dann haben die Hälfte rein zeitlich, aber die sind auch bei den Kilometern bei 52. Also, worauf ich hinaus will, ist, dass du keinen riesen Puffer hast. Du kannst ja nicht irgendwie ständig so krass viel Pausen machen, da ständig irgendwie alle 2 Stunden, eine halbe Stunde Pause machen, dann schaffst du es nicht. Weil du wirst auch im Richtung Ende hin ja immer langsamer. Ganz ehrlich, bei mir macht jetzt alles zu. Ja, also, es macht alles zu von Oberschenkel bis. Und was habe ich euch gesagt? Vor wenigen Sekunden, Minuten, bei Kilometer 50, 60 wird's, da kommt die erste Zerstörung, der erste Umschwung. Und Sascha berichtet genau jetzt gerade davon, dass es jetzt los wird. Und die haben gerade Mühe über die Hälfte. Ich muss ein bisschen leiser reden hier, ist Wohngebiet. Alles zu, von Oberschenkel bis zum, unten die Fußsohlen, als würde ich auf Nadeln gehen die ganze Zeit. Die 2 Blasen von Kilometer 30 machen sich richtig bemerkbar. Ja, und der Rücken schmerzt schon, wenn ich den Bauch anspanne, keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall, kann ich auch. Es ist schon echt crazy. Also ab jetzt beginnt der Kampf. Ja. Also wirklich, also bei mir, ich kämpfe bei jedem Schritt, ist so. Und mal schauen, Papa ist noch fitter als ich. Der Mann marschiert. Naja, wir haben schon über alles gesprochen, sei es von Mittelalter, wer kennt's? Wenn man über Mittelalter, wie krass das war und so. Naja, auf jeden Fall. Ja, das will ich jetzt nicht hinauszögern. Jetzt brauchen wir eine kurze Break, kurz mal einfach hinlegen und einfach mal hinsetzen und dann geht's weiter. Aber auf jeden Fall, hoffentlich wird's was. Also ich werde es auf jeden Fall das Beste geben. Wir schauen da jetzt am besten mal rein hier. Weil jetzt mal Zeit für Sockenwechsel, die sind schon wieder komplett nass. Ah, dieses Gefühl, es ist unbeschreiblich, Freunde. Im Hinterkopf weiß ich ganz genau, wir müssen weitergehen, weil wir haben ja auch einen Zeitdruck. Ja. Wir können nie lange Pause machen, einfach direkt gleich wieder weiter und das macht es ja so hart. Wow, was ist hier los? Ich werde wieder munter, ich lebe immer noch. Gut, hab schon bezweifelt, ob ich überhaupt noch da auf dieser Erde wandle, auf richtig Real Talk. Aber gut, ich bin auf irgendeiner Bank oder liege gerade auf irgendeiner Bank. Sind noch am Hustlen. Okay, weiter geht's. So, Freunde, jetzt gut aufgepasst. Es ist 2 Uhr morgens. Wir sind jetzt seit 13 Stunden unterwegs. 60 Kilometers. It took 13 hours. Ihr habt es gehört. Also, alles checkt noch super mit. 60 Kilometer. Geil. Freunde, 60 Kilometer. Das Ding ist einfach, die Muskulatur macht jetzt einfach komplett zu, Freunde. Mhm. Und das überlegt, also 60 Kilometer von 100, die haben noch 40. Das ist noch so fucking viel. Also es ist einfach zu. Ja, also ich versuche es mal kurz auszuschütteln, aber die Fußsohle ist wie Nadeln. Stell dir mal. Die gehen jetzt quasi noch einen Marathon, könnte man sagen. Also ne, 42 ist der Marathon, aber fast. Mal kurz vor, Gedankenspiel. Fußsohlen sind wie Nadeln. Jeder Schritt brennt, ja, ist schon fast taub, eigentlich taub. Aber wisst ihr was, ich will gar nicht mehr länger drüber labern, denn wenn ich so dran denke, was jetzt weh tut, dann tut es umso mehr weh. Das heißt, jetzt gehen wir einfach wieder weiter und wir schauen einfach, wie weit wir kommen. Wir versuchen jetzt einfach mal so lange wie möglich keine Pause zu machen, denn erstens mal, ja, lässt es die Zeit nicht zu. Zweitens, wenn man dann wieder kurz Pause macht, dann wieder anfängt, ist richtig heftig. Ja. Plötzlich steht da irgendwo im Nirgendwo Antonio mit der Kamera, check das mal aus. So schaut es dann aus, irgendwo im Nirgendwo, die Legende. Keine Pause, weil sonst ja, schaffen wir nicht mehr weiterzugehen. Ja, vielleicht ganz kurz dehnen oder so, aber dann geht's weiter. Freunde, ich halte euch am Laufen. Dafür lebe ich einfach, was soll man sagen. Wir spazieren einfach unter der Woche um 2 Uhr morgens, 7 Uhr am Monant. Jetzt müsst die Lampe einmal aus dem Gesicht. Wir hören uns. So, also ich konnte genau so jetzt einpennen.
Einfach so ein Pin, als hätte 2 Promille. Oh, Kilometer 65. Das Video ist gerade mal zur Hälfte um. Ich weiß nicht, ob er es schafft. Ja, guckt euch an, wie er da liegt und wie er da hockt und was für Schmerzen er hat. Aber Kilometer 65. Oh, oh. So, Freunde. Kilometer 70. 15 Stunden sind wir gegangen. Okay, jetzt mal Pause, Alter. Jetzt mal Pause. Kalt wird's auch, Alter. Fuck. Du siehst den Socken einfach komplett nass. Scheißdreck. Und das natürlich für Blasen ist Paradies. Ah, fuck. Und die 2 Blasen von Kilometer 30, ja, die brennen auch wie Sau. Ja, jetzt ist, glaube ich, vorhin so weit, dass ich abbrechen muss. Schauen wir mal. Bade, der Socken. Warte mal, was hat er gerade gesagt? Glaube ich, vorhin so weit, dass ich abbrechen muss. Ich glaube, jetzt ist es soweit, dass er abbrechen muss. Schauen wir mal. Bade, der Socken klebt in der Blo. Ah. Socken kann man auspressen, so nass sind die. Die Hose ist auch nass geworden. Es ist aber richtig kalt. Boah, jetzt kommt echt ein bisschen so der Kältefrost. Schockzustand. Echt, real talk. Ich sag's ganz ehrlich. Ich glaube, ich muss aufgeben. Ich weiß nicht, wie ich jetzt noch 30 Kilometer gehen soll. Das heißt 6 Stunden noch. Ich weiß nicht. Überleg mal, du bist in dieser Situation. Ich kann das so nachvollziehen. Ich kann das so krass nachvollziehen. Du bist in dieser Situation und du weißt, du musst theoretisch noch 6 Stunden gehen. Wir reden nicht davon, dass du sagst, ey, ich reiß mich jetzt noch mal eine Stunde zusammen. Noch mal eine halbe Stunde durchziehen. Eine Stunde, irgendwie sowas. Sondern fucking 6 Stunden musst du noch in diesem Zustand. Das ist, also jeder, der das geschafft hat, brutal. Die Videoidee machen wir deshalb, weil es halt einfach, ja, viele von euch vielleicht inspirieren kann, weiterzumachen, auch wenn es nicht mehr geht. Aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass er es schafft. Genau, das ist halt jetzt der Moment. Ich glaube, er wird noch durchziehen. Wenn es einfach nicht mehr geht, dann... Ich sag's ja so ungern. Mein Körper zitterte in der Kälte bei jedem Schritt und mein Unterrücken ließ mich auch nicht mehr richtig aufrecht stehen. Ich war einfach wirklich komplett in Trance. Ich meine, so etwas habe ich in meinem Leben einfach noch nie gemacht, nicht mal annähernd. Ja, meine Füße waren ab Kilometer 30 einfach komplett voll mit Blasen und ab Kilometer 70, ja, konnte ich einfach nicht mehr. Ich war einfach komplett an meinem Ende. Oh, ich weiß, ist das spannend. Ich denke mir so, das Video geht ja noch lange. Als ob er jetzt abbricht. Angekommen. Punkt. Ich wusste aber auch, Freunde, und das habe ich mir einfach immer wieder klar gemacht, dass es genau diese Momente sind, die euch richtig inspirieren werden. Der zieht durch. Das Einzige, was wir aufgeben, ist ein verdammter Brief. Und hin und wieder eine Prozessbestellung. Aber das war's. Freunde, ich will euch jetzt den Daumen nach oben schallern sehen. Wir gehen jetzt weiter. Deswegen kämpfe ich bis zum bitteren Ende. Scheiß drauf, auch wenn ich bei 80 umfall. Ein bisschen wie eingepennt. Na. Was sind denn pennt schon? Alter! Die Chance, dass ich wirklich 100 packe, ist fast null. Aber egal, jeder Kilometer zählt, deswegen gehen wir jetzt nochmal weiter. Schüttelfrost, alles nass, komplett scheiße. Die Nase geht zu, komplett crazy. Aber jeder Kilometer zählt, Freunde. Wir gehen jetzt weiter, ich labere jetzt nicht mehr länger, weil das nervt jetzt auch schon, dass mir das ständig ins Gesicht leuchten muss. Und wir werden mich dann wieder melden, irgendwann. Mal schauen, wann. Ich würde jetzt so gern wie einfach weiterschauen, einfach die nächste Szene sehen und einfach das alles überspringen, das Ganze gehen. Na gut, so ist es halt nicht. Freunde, no fucking excuses. Weiter geht's. Oh, Freunde. Oh, so hell. Es ist 10 vor 6. Hinten geht schon langsam die Sonne wieder auf. Er ist alleine. Wir gehen noch. Jeder Schritt. Ey, ihr wollt... Ich glaube, er ist alleine, oder? Wir wollen nicht wissen, wie wir, oder wie ich besser gesagt, gehe. Jeder Schritt ist die Hölle. Er ist alleine. Ich schwör's euch, ich bin in einem Trance-Zustand mittlerweile. Also wir sind jetzt nur 5 Kilometer gegangen, sicher über eine Stunde jetzt. Aber die Stunde war die langsamste Stunde meines Lebens. Das müsst ihr euch einfach... Ja, wir gehen noch, sagt er. Aber ich glaube, damit meint er wir als mit den Zuschauern zusammen. Weil eben hat er auch gesagt, naja, ich meine, ich gehe. Mal reinfühlen, noch 4 Kilometer. Ihr müsst richtig zuhören, Freunde. Er hat gesagt, wir gehen noch, bla bla bla. Und dann hat er aber danach gesagt, sofort den Satz, ja, also ich meine, ich gehe. Dann irgendwann die 80. Ist er denn noch dabei? Doch, er ist noch dabei! Aber das war jetzt die heftigste Phase. 17,5 Stunden. Kilometer 80. Ich sag's euch, der zieht durch. 80 Kilometer. 80 Kilometer. Wie er selber lachen muss. Geil. Ah. Ah. Was los?
Also, ganz kurzer Break. Und ich gehe jetzt noch einen Kilometer. Oder noch einen. Vielleicht noch einen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich gehe, bis ich umfall. So haben wir geschwommen, bevor ich losgegangen bin. Ich gehe, bis ich umfall. Und ich fall nicht um, weil ich hab Stecken. Das war schon längst umgefallen. Auf geht's. So, see you later. Steif, wie ein Baumstamm hörst. Ja, echt. Oh. Alter, oh. Scheiße. Das hat weh am Anfang. Wir humpeln da vor uns hin. Hier wurde gerade im Chat gefragt, ist der die Nacht durchgelaufen? Nee, die hatten ein Hotelzimmer. Also, ne, haben die jetzt natürlich nicht gezeigt, aber die sind eingecheckt. Die hatten aber noch ein bisschen Petiküre, Maniküre, Sauna hatten die noch, Frühstück und jetzt sind die am Morgen los. Bisschen entspannt. So. Klar, also die Uhr lief halt weiter. Hotel mit Seeblick hatten die, glaube ich, genau. Ja, hatte mir Sascha noch Bilder geschickt und so. Nee, genau, also die waren auf jeden Fall im Hotel, klar. Logisch. Es ist. Als ob die Nacht durchlaufen, Freunde, also Quatsch. Aber wir haben schon das gleiche Video gerade zusammen gesehen, oder? Wir haben schon das gleiche Video gesehen. Ihr habt gerade auch mit zugeguckt, oder? Können wir nicht weiter. Weißt du, können wir nicht weiter. Oh. Kilometer 88. Oh. Mehr sage ich nicht mehr, mehr kommt nicht. Mehr kriege ich nicht mehr aus. So, hört ihr das, Freunde? So waren die letzten 10 Kilometer. Keiner redet mehr. So, direkt mal umgezogen für die letzten 12 Kilometer. Alter. Muss man natürlich gut in Shape sein. Ja, so, aber jetzt wird direkt weitergeballert, die letzten 12 Kilometer. Jetzt heißt es wieder aufstehen, komplett in einer steifen Situation. Man kennt's. Gut, Freunde, wir versuchen es zumindest mal. So, auf jeden Fall jetzt direkt mal umgezogen, direkt wieder die Uhr raufklatschen. Ja, die trackt auf jeden Fall fleißig mit, seid da mal auf die Stats gespannt. Also. Erstmal ein Squat. Auf geht's. Mein Kreislauf war einfach komplett am Ende und die Sonne knallte inzwischen schon wieder so heftig runter, dass mir manchmal kurz schwarz vor Augen wurde. Es war einfach crazy und das Ziel rückte einfach immer näher und näher. Wir kämpfen. Jeder Kilometer, jeden Kilometer. 96, jeden, Alter. Jeden Meter. 22 Stunden. Wir sind so zerstört. Wir können es noch nicht fassen, dass wir es bald geschafft haben. Wir gehen einfach 3 Kilometer. 3 Kilometer. Die letzten 100 Meter. Alter. Boah, wir kriegen unsere Augen fallen zu. Es ist was. Boah, es ist schon zack. 100 Meter. Freunde, bitte. Jetzt einfach nur zuhören. You win 100 kilometers. You took 22 hours 46 minutes. Yes! Oh. Oh. Jetzt hat's mir ins Gerät. 100! Einfach die Wirbelsäule durchgebrochen. Bei ihm ist einfach die Wirbelsäule gerade durchgebrochen. Oh, 100 Kilometer. Check. Alter, na. 22 Stunden 46. Es ist vorbei. Unglaublich. Also die letzten. Allergrößten Respekt für diese Nummer, Alter. Was ist? Wow. 1 Kilometer gefühlt wie 10 Kilometer. Das ist jeder. Nicht fertig war, gell? Nicht fertig war. So, nicht aufgehört. Und bei jedem Lochen und so. Hin. Schuss ins Kreuz, keine Ahnung, was da los ist. Unterrücken komplett im Arsch. Boah. 100 Kilometer und 3. 22 Stunden, 47 Minuten und 28 Sekunden. Einfach mal 7289 Kalorien verbrannt. Durchschnittsgeschwindigkeit 7 Minuten und 15 Sekunden pro Kilometer max. Durchschnitt war mal 4,39 km/h. 4,39, ja. Und Durchschnittstempo waren einfach 13 Minuten und 40 Sekunden pro Kilometer. Also das sind natürlich die Pausen mit eingerechnet. 125.000 Schritte. Easy. Schritte 125.113. Ja, Kadenz, also Schritt pro Minute 91, Schrittlänge 80 cm. Gesamtaufstieg 381, 368 Abstieg, maximale Höhe 267. Herzfrequenzzone können wir hier noch schön beobachten. Also einfach extrem anaerob, aerob. Fettverbrennung waren wir 27 Minuten drin und bei Aufwärmen 1230 Minuten. What the fuck? Ja, da sieht man auch das Tempo und so weiter. Gut, die Kadenz.
Ja, die Höhe. Ja, V2 Max sieht man auch noch, sehr interessant. Ja, aber Freunde, das war's jetzt. Jetzt checkt es mal bei der Huawei Watch 3 Pro aus. Papa hat mit der Huawei Watch 3 getrackt auf einmal durch. Ich dachte mir am Anfang, ich mache Pausen zwischendrin, um sicher zu gehen, dass alles passt. Auf zweimal getrackt, hier 5 Kilometer, hier 95, ihr seht es. Also hier die 95 Kilometer habe ich dann auch durchgetrackt. 9.9. jeweils. Damit ihr Bescheid wisst, das ist die Huawei Watch 3 Pro. Extreme Akkuleistung, kann ich wirklich empfehlen. Gerne in der Videobeschreibung verlinkt. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die Füße an. Ah, Leute. Sakrament. Ah, Scheiße. Boah. Also, komplettes Chaos. Update gibt's dann daheim. Freunde, wir sehen uns. Schatz. Hallo. Wieder daheim. Hallo. Boah, das ist so schlecht. Und schwindelig. Also der Kreislauf bricht gerade zusammen. Boah, den schaut euch mal die Füße an. Komplett geschwollen. Also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es pumpt über uns drauf, Druxel. Ich habe normalerweise bei Weitem nicht so dicke Zeichen, ich bin einfach dreimal so dick wie sonst. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich sehe mich nicht beim 100-Kilometer-Marsch. Ich sehe mich da nicht. Ey, aber du hast es geschafft. Ja, also ey, wir haben es echt geschafft. Wir haben es echt geschafft. Heftig. Und jetzt, Freunde, wenn ihr öfter eine heftigere Eskalation wieder sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Mhm. Kommentarbox, welche Challenge ich als nächstes machen soll. Oh Gott. Ich werde mir aber die Kommentare die nächsten Wochen nicht durchlesen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn die nächste Eskalation ansteht. Jetzt heißt es aber erstmal, ja, schlafen, die oder? Einfach pennen gehen. Schlafen, gell? Echt, wirklich. Schlafentzug tut es komplett. Ende Gelände, I'm out. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, euer Sascha. Peace out. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Was ich noch sagen wollte, und zwar, ich hoffe, ich konnte das Video auch nicht nur entertainen, sondern vielleicht auch inspirieren. Ihr könnt so viel erreichen, Freunde, was nicht mehr in kühnsten Träumen vorkommt. Also jetzt nicht nur so Gelaber, sondern ist einfach so. Aber ich lasse jetzt gut sein, lasse das, damit ich Papa nicht mehr aufweck. Auf jeden Fall. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal, euer Sascha. Peace. Du bist. Alter! Was war das für ein Brett, ey? Holy shit! Alter! Das war krank, Leute. Das war einfach krank.